Hey, sag doch mal, Chris, wieso hast du eigentlich immer noch Probleme mit Schnecken und anderen Schädlingen, wenn du doch Permakultur machst? Also zugegeben, letztes Jahr hatte ich wirklich kaum Probleme mit Schnecken oder auch mit anderen Schädlingen. Es hat sich aber mit den Jahren entwickelt, dass das Problem immer weniger wurde. Diese Frage bekam ich aber auch schon ganz am Anfang, die ersten beiden Jahre, als ich mit der Permakultur begann. Das ist der Traum eines jeden Gärtners. Einfach sein Obst und Gemüse anbauen, ohne dabei auf irgendwelche Schädlinge und Krankheiten achten zu müssen. Einfach aussehen, rauspflanzen, warten, ernten, essen, zufrieden. Scheiß einfach auf die ganzen Schnecken, Mäusen, Raupen, Pilzkrankheiten oder was auch immer da alles kommt. Alles nur Zeitfresser. Mit der Permakultur gehen wir auch Schritt für Schritt in diese Richtung, indem wir halt die Natur beobachten, verstehen und dann auch anwenden, sodass wir immer mehr ein natürliches Gleichgewicht schaffen, ein System, welches sich von alleine reguliert, indem wir halt eine hohe Artenvielfalt haben. Das erreichen wir zum Beispiel, indem wir Totholzhecken anlegen, Steinhaufen, Wildblumenwiese, Hecken und Bäume pflanzen, Teiche anlegen, auf Mischkulturen setzen. Das Problem von sehr vielen Leuten, man möchte es halt sofort haben, am besten gleich morgen, schnell und einfach. Ich baue einen Steinhaufen. Wo sind die ganzen Echsen und Schlangen? Ich stelle eine Aufsichtsstange gegen die Mäuse auf. Wo zur Hölle bleibt mein Greifvogel? Ich habe eine Wildblumenwiese angelegt, so viele schöne Blüten. Wo sind denn die ganzen unterschiedlichen Wildbienen und Schmetterlinge? Ich pflege doch bereits meinen Boden ein Jahr mit Mulch, mit Pflanzenkohle, mit Kompost, mit Mist, mit Bokashi, mit Laub. Wo ist denn hier meine metertiefe Schwarzerde wie aus dem Amazonasgebiet? Ich wusste es. Alles nur Lug und Betrug. Mein Problem mit den Schnecken ist immer weniger geworden, beziehungsweise hat sich im jetzigen Standpunkt auch in Luft aufgelöst. Ein Punkt dabei ist halt, dass ich meinen Boden halt die ganze Zeit aufbaue. Das heißt, ich möchte hier einen tiefgründigen Humusboden haben, der halt mit den Mikroorganismen im Bodenleben gefüttert wird. Beispielsweise mit dem organischen Material als Mulchmaterial, Holzhäcksel, Pflanzenkohle. Denn ein fruchtbarer, lebendiger Boden ist hier die Grundlage für kräftige Pflanzen und Schnecken gehen halt eher auf schwache und fauliges Material, um das halt zu beseitigen und zu kompostieren, um halt hier mit ihren Ausscheidungen wieder Humus zu erstellen. Die Schnecke einfach ihre Tätigkeit nachgeht, die sie halt in der Natur hat und das sollten wir uns auch zunutze machen und das auch wissen. So, deshalb mache ich auch das, was wahrscheinlich viele überhaupt nicht machen würden, was halt hier mehr Schnecken eigentlich anlocken würde. Und zwar tue ich halt einfach mit meinen Küchenresten auch bei den Pflanzen, die ich schützen möchte, mulchen. Da kommen zwar die Schnecken hin, die haben aber weniger Interesse an den Jungpflanzen, die ich gesetzt habe, sondern mehr an das organische Material, also meine Küchenreste und tun halt hier das die ganze Zeit fressen. Dann kann ich es am nächsten Tag auch zum Beispiel gut absammeln. Und weil ich jetzt ein Rohköstler bin, fällt bei mir jeden Tag sehr viel organisches Material an, was ich halt hier zum Mulchen nutzen kann. Ist frisch, wird auch dann von der Schnecke deshalb gerne verspeist. Auch Kartoffelkäfer waren letztes Jahr sehr überschaubar. Einige habe ich sogar aus den Regentonnen gerettet, weil die dann sonst ertrunken wären. Und die habe ich dann einfach zurück in den Garten ausgesetzt und habe sie einfach machen lassen. Sind wahrscheinlich wieder auf die Pflanzen geflogen. Habe ein paar natürlich auch abgesammelt und irgendwo anders ausgesetzt. Mal sehen, was dieses Jahr passiert, ob ich dann die Rechnung dafür bezahle. Wichtig sind diese zwei mentale Einstellungen im Garten. Das erste ist, es ist alles ein Prozess. Die ganze Natur zeigt es uns. Es kommt nichts von heute auf morgen. Ein Baum braucht seine Zeit, damit er größer wird, damit er halt hier zum Beispiel seinen Maximalertrag erreicht. Und hierfür müssen wir den halt pflegen und Zeit investieren. Das ist nichts anderes wie beim Garten, wenn wir da halt in Richtung schädlingsfrei gehen möchten. Wir müssen halt erstmal einen guten Boden aufbauen. Das braucht seine Zeit. Wir sollten mehr auf Mischkulturen setzen und uns mehr in Richtung Natur orientieren. Das Ganze hier ist ein Marathon. Erstmal das Ganze zu etablieren, im Garten das umzusetzen, braucht seine Zeit und bei uns im Kopf das auch umzusetzen, also auch eine mentale andere Einstellung dazu zu bekommen, das geht auch nicht von heute auf morgen. Es ist wie alles im Leben, sei es mit der Selbstständigkeit, sei es mit dem Krafttraining, außer du dopst ordentlich und beschleunigst es, aber das grenzt dann auch schon wieder ein bisschen Schummeln oder Betrug auch. Die Gesundheit, auch ein Wandlungsprozess, braucht alles seine Zeit und diese Zeit sollten wir uns auch nehmen. Dann kannst du zum Beispiel
hier Videos auf diesem Permakulturprojekt anschauen oder den Film Meine große kleine Farm sehr zu empfehlen. Der zweite Punkt, mal unseren Schädlingsbegriff zu überdenken. Schädlinge zeigen dir einfach nur ein Ungleichgewicht in deinem Garten an. Etwas stimmt nicht. Entweder liegt es an deinem Boden, dass du dann deshalb keine kräftigen Pflanzen hast, oder die Pflanze ist nicht kräftig genug, hat eine Verletzung, oder du setzt vielleicht zu viel auf Monokulturen, hast wenig Mischkulturen oder hast nicht die entsprechenden Nützlinge. Weil du vielleicht hier nicht die nötigen Anforderungen gestellt hast, dass die Nützlinge überhaupt einen Grund haben, zu dir zu kommen. Aus dem Punkt betrachtet, könntest du Schädlinge auch als Nützlinge ansehen, die dich auf dieses Ungleichgewicht hinweisen, damit du das aus der Welt schaffen kannst. Außerdem sollte man den Begriff Schädlinge nicht zu leichtsinnig nutzen, aber die haben erstens vielleicht nicht den ganz großen Schaden angerichtet, vielleicht nur ein paar Pflanzen angeknabbert und auf Pflanzenteile orientiert, die mir eigentlich als Gärtner egal waren, konnten sie ruhig von mir aus fressen und da haben sie halt, ist es halt für mich keinen großen Schaden, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir im Garten eine Kultur habe und davon fressen sie 50, 60, 70% weg, dann würde ich vielleicht mal sagen, okay, das ist ein großer Schaden und dann würde ich sie als Schädlinge bezeichnen, damit ich aber auch hier Maßnahmen treffe, dass es halt nicht nochmal passiert. Zumal ich auch hier Präventivmaßnahmen setze, eine davon, dass ich halt bewusst etwas mehr und enger setze, damit halt hier Opferpflanzen zur Verfügung stehen. Sonst sind Schnecken und auch die Kartoffelkäfer einfach nur Tierchen aus der Natur, die halt hier ihre Aufgaben erfüllen. Und weil wir halt so eine spezielle Denkweise haben, die manchmal fernab von der Natur ist, es gibt keinen Flug in der Natur, es gibt auch kein Getreidefeld und viele unserer Kultursorten sind auch hochgezüchtet, die es vielleicht in Natur so nicht geben würde, aber wir halt dann notgedrungen das Maximale rausholen wollen und das dann halt als böse betrachten, weil sie dann uns vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen, weil wir nicht erkennen wollen, in welchem Zustand zum Beispiel unsere Böden sind. Oder wir komplett unsere Kleinklimazone im Garten ignorieren und meinen, wir können auch Pflanzen, die am besten in vollem Sonnenlicht wachsen, einfach irgendwie im Schatten versuchen anzubauen. Hoffen, dass der gleiche Erfolg kommt, als wenn wir sie in voller Sonne anbauen würden. Außerdem rege ich mich mit der Einstellung viel weniger auf, was auch sehr gut für die körperliche Gesundheit ist, weil die Situation kann man halt dann erst dann ändern, wenn man natürlich ruhig und gelassen ist und guckt, wie man dieses Ungleichgewicht wieder lösen kann. Dieses unnötige Aufregen bringt einfach nichts, dann verharrt man einfach nur wieder im Meckern, im Jammern und bekommt die Sachen einfach nicht geschissen und gelöst. Im Flow bleiben und gucken, welche Lösungen sich anbieten, um ein Gleichgewicht wieder zu schaffen, ohne dabei auf die Chemiekeule zurückgreifen zu müssen, um halt hier auch in diesen tödlichen Teufelskreis auch zu kommen. Du willst wissen, wie? Genug Videos findest du hier zum Beispiel auf meinem Kanal bezüglich die Permakultur, werden die auch hier oben im Bildschirm auch angezeigt, wo du als nächstes nach diesem Video draufklicken kannst. Sind bestimmt sehr spannend und werden dir auch in deinem Garten weiterhelfen. Den Kanal kannst du auch kostenlos abonnieren. Wir ganz schlaue Füchse, die können jetzt vielleicht herausfinden, wann ich diese Videos aufnehme.